Ja, dann schauen wir uns Lückentexte an. Ich klicke wieder auf Material oder Aktivität anlegen, dann hier runter auf Test hinzufügen. Das Ganze nenne ich jetzt Test 2. Speichern anzeigen. So, und dann Testinhalt bearbeiten. Frage hinzufügen. Okay. Als erstes schauen wir uns den Lückentext Close an, also auswählen, hinzufügen. Beim Fragetitel, hier geht es um Telefonnummern, und der Fragetext ist dann praktisch, es ist praktisch ein fertiger Text und wir müssen jetzt praktisch die einzelnen Bereiche, die also eine Lücke aufweisen sollen, bestimmen, indem wir sie anklicken. Dann klicken wir auf das Fragezeichen. Übrigens, falls das nicht angezeigt wird, hier mit der Schaltfläche lässt sich dieses Menü ausklappen. Also ich habe jetzt Vorwahl markiert, dann klicke ich auf das Fragezeichen. Und ja, hier steht schon Vorwahl drin. Es ist auch richtig, wenn man das reinschreibt. Kurzantwort passt, sage ich einfügen. Der Text wird jetzt als HTML angezeigt. Ich kann das jetzt auch noch mit der Durchwahl machen. Fragezeichen, Durchwahl einfügen, beim Leerzeichen ebenfalls, Fragezeichen einfügen. So, dann klicken wir Fragetext entschlüsseln und prüfen an. Hier kommt auch keine Fehlermeldung. Hier sind nochmal die Kurzantworten aufgelistet. Wie viele Punkte man erreicht. Groß-Kleinschreibung unwichtig. Das könnte man einstellen, indem man sagt, okay, wenn er jetzt Durchwahl Schüler klein geschrieben hat, schreibt man zwar nicht so, aber dafür könnte man dann auch einen Punkt hergeben. Je nachdem, wie toleranter jemand ist, kann er das entsprechend dann eintragen. Also das sind die drei Frage-Antwort-Möglichkeiten. Dann sage ich Änderung speichern. Dann habe ich also die erste Möglichkeit Lückentext Close eingegeben. So, dann mache ich die nächste Frage. Ich mache das gleiche nochmal. Diesmal allerdings nicht Lückentext Close. Diesmal sagen wir Lückentext mit Auswahl. Hinzufügen. Es geht immer noch um Telefonnummern. Und der Fragetext, der schaut jetzt nun so aus. Diesmal müssen wir allerdings hergehen und sagen, diese Wörter, die kommen weg. Eingegeben werden zweieckige Klammern, eine 1 und zweieckige Zuklammern. Ja, also an der Stelle möchte ich dann praktisch eine Auswahl haben. Bei der Durchwahl mache ich das genauso. Dann mache ich allerdings eine 2 dazwischen. Also eckige Klammer zu. Übrigens, eckige Klammer schreibt man mit Alt groß und 8 für die eckige Aufklammer und 9 für die eckige Zuklammer. Und jetzt machen wir das noch hier, Leerzeichen auch weg. Eckige Aufklammer, dreieckige Zuklammer. Okay, so, jetzt scrollen wir nach unten und hier habe ich jetzt die Auswahlmöglichkeit für jeweils das entsprechende nummerierte Feld. Das bedeutet, beim ersten, da kommt also ein Vorwahl, beim zweiten Durchwahl und beim dritten Leerzeichen. So, wird dann hier jeweils dann später eingefügt. Wenn man nicht will, dass der Schüler das Vorgehen checkt, dass immer die erste Auswahl, zweite Auswahl, dritte Auswahl der Reihe nach in diese Lücken hier reinkommt, dann würde ich hier ein Häkchen setzen, Zufallsauswahl. Dann wird es nämlich in
umgekehrter Reihenfolge oder durcheinander entsprechend angeordnet, wenn dann diese Dropdown-Liste kommt. Man könnte jetzt noch eine Antwort hier eingeben, dass sich die Liste etwas mehr füllt. Machen wir mal Freizeichen und dann sagen wir Änderung speichern. Okay, und jetzt können wir es eigentlich schon ausprobieren. Also ich sage jetzt hier, also ich könnte Rolle wechseln oder ich sage hier Vorschau. So, das ist jetzt das erste. Das war praktisch Lückentext Close. Also wenn ich jetzt hier reinschreibe, nicht Close, Vorwahl, von da Durchwahl. Und jetzt schreibe ich mal Durchwahl falsch. Durchwahl und dann haben wir noch Leerzeichen. Nächste Seite. Das ist jetzt die Lückentextauswahl mit dem Dropdown-Feld. Also jetzt kann ich hier auswählen, Vorwahl. Dann mache ich ein falsches rein und das Richtige. Ja. Und das Schöne ist, es ist hier durcheinander in der Reihenfolge und auch die anderen Antwortmöglichkeiten tauchen hier auf, dass es halt nicht so einfach ist. Dann klicke ich als Schüler auf Versuch beenden. Wenn ich mir sicher bin, okay, das passt, was ich alles eingestellt habe, dann kann ich sagen Abgabe. Und dann sehe ich hier meine Ergebnisse als Schüler. Okay.